Du musst das sagen, du, mein Freund, der nie was zugeben kann. Ich würde dich am liebsten mit dem Stein hier bewerfen. Ich bin doch nicht in meinem Spiel dabei. Tag. Moin. Nee, Abend. Sind wir schon an, ja? Ja, reicht schon. Also ich bin ja bei ihm jetzt zu Besuch, gerade hier auf seinem YouTube-Channel. Aber ich bin zu Besuch bei ihm in seinem Grundstück. Ja, war grammatisch fast richtig. Ja. Er ist bei mir zu Besuch, genau. Ja. Aber wir sind zusammen jetzt hier auf diesen beiden Stühlen. Aber wobei er nicht zu Besuch ist, weil er wohnt ja hier. Absolut. Ja. Und er ist hergekommen und hat Fleisch mitgebracht. Wir haben gegrillt, mal schnell abgegrillt, fertig. Ja. Gegessen. Essen dauerte länger als nicht so lange wie das Grillen. Ja. Und jetzt sitzen wir halt noch rum auf zwei Stühlen und ich glaube, wir haben noch eine dritte Person und die hat eine Idee gehabt und werden wir jetzt mal anfangen und er wird jetzt erzählen, was jetzt passiert. Genau, ihr zwei spielt jetzt, wer würde eher? Das heißt, ihr setzt euch jetzt mal auf eure Stühle hin. Ich sitze ja schon. Ich auch. Aber mit dem Rücken an die Lehne, von euch weg. Geil, das ist schön. Genau. Wer würde eher? Und ihr bekommt Fragen von mir gestellt. Ja. Und dann müsst ihr beurteilen, wer von euch beiden würde eher was machen. Okay. Ja. Also ihr kriegt jetzt einen Gegenstand in die Hand gedrückt. Einer steht für Philipp und einer steht für Lutz. Ja. Und ihr könnt beides wählen. Du stellst dann die Frage. Genau. Und wenn ich jetzt sage, das würde Lutz zum Beispiel eher machen, muss ich den Gegenstand für Lutz hochhalten. Genau. Und du kannst aber auch für dich selber hochhalten, wenn du denkst, du eher so. Ja. Kann ich auch beide hochhalten? Ja. Das geht nicht. Es kann nur eingeben. Es kann nur eingeben. In dem Fall. Ist wie Highlander, es kann nur eingeben. Dann müsst ihr euch entscheiden. Ah ja, wer würde eher? Richtig. Also ich genau. muss mich immer entscheiden. Für mich oder für Philipp. Genau. Ja. Gut, alles klar. So. Also müssen wir jetzt uns Gegenstände raussuchen. Wir machen nicht rechts, links. Wir nehmen gewisse Gegenstände, die für die Person stehen. Genau. Gut. Ich würde sagen, wir nehmen... Ja. Philipp? Haben wir was Sportliches, was Kräftiges, Süßes? Wir haben nur einen Hund, den man hochheben kann. Ja, aber den die ganze Zeit in der Hand halten, außerdem kriegt er dann Magenprobleme und pupst dann vielleicht. Nee, das wollen wir nicht. Hier. Ich nehme Kurzhantel. Für mich. Dich. Für mich. Ich bin die Kurzhantel. Okay. Aber 3 Kilo ist ein bisschen. Reicht. Ja. Für mehrere Fragen sind ja. Wie viele Fragen sind's? Das. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Okay, also. Dann reicht es. Wir müssen ja muss die ich die 3 Kilo so lange hochhalten, bis ich auf 100 komme? Genau, du musst dass ich dann Nein, unten auf Spannung halten. Damit auf Spannung halten. Ja. Und dann beim Hoch. Damit der Bizeps auch schön da ist. Okay. Ah, verstehe. Ja, okay. Da müsste ich mich andersrum setzen, weil rechts ist meines besser. Und auf. So, was nehmen wir denn für dich, Lutz? Eine Blume. Hier, zarter. Haben wir auch noch einen? Nee, wir haben. Was können wir nehmen für mich? Ein Stein. Nehmen wir einen kleinen Stein. Einen kleinen Stein? Na, such du erstmal raus. Ich guck dir mal, aber. In einer Hand aber nur. Boah, nee, ist mir zu schwer. Du musst den ja halten die ganze Zeit. Ja, nee. Hier, oh. Hier. Das ist Lutz. Ja, das hat auch eine gewisse Ähnlichkeit, muss ich sagen. Du hast ein Schild. Yes. Das passt auch. Nein. Nein, das war jetzt. So. Also, ich habe einen Stein und ich habe eine Handel. Genau. Gut. Rechts ist, was hast du in der linken Hand? Trinken. Trink Brutus Coke Zero? Nein. Okay, dann kann ich es ja stehen lassen. So. Okay. Dann würde ich sagen, Mögen die Spiele beginnen. Okay, mal aufstoßen. Und ich würde sagen, wir starten mit der ersten Frage. Jetzt. Ja. Und zwar, weil wir ja gerade gegessen haben. Ja. Wer von euch kann denn mehr essen? Oh, schwierig. Schwierig. Es kommt. Hat er schon seine Antwort? Noch nicht. Nee, ich würde. Muss noch 20 machen. Also wenn ich das erlebt habe jetzt gerade, würde ich auch hier. Okay, super. Also seid ihr euch einig. Dürfen wir nach hinten? Nee, wir gucken. Nein, ihr dürft euch nicht angucken. Nicht nach hinten. Zählt das auch schon als Antwort, wenn ich so mache? Zählt das schon als Antwort? Nee. Was macht er gerade? Gut, ich mache einen Bizep-Curl mit der kleinen. Okay. So, also. Zweite. Dann, wenn ihr schon gerade Bizeps macht, wer wird denn beim Armdrücken gewinnen? Das würden wir doch mal gern sehen. Ist das hier. Machst du jetzt schon halbe Sätze oder was? Was ist das hier für eine Übung? Ja, ich wollte gerade schon sagen. Jetzt ist es denn gerade. Genau so. So haben wir Gleichstand? Nee, so ist, wenn du nichts sagst. So musst du jetzt die ganze Genau. Was? Sind fertig? Hebt der einen Stein? Ja. Also? Müssen wir klären. So, weiter? So, jetzt mal eine etwas intimere Frage. Oh. Wer hatte mehr Frauen in der Kiste?
In der Kiste? Ja. Was meinst du mit Kiste? Also, wenn es um Kisten geht, dann glaube ich, ich war immer so der, weil ich mochte die Küche schon immer. Kisten waren für mich übergünstigt, da konnte ich so anketten und einsperren und so. Nein, Spaß beiseite. Also ich finde, wir sollten das mit einem Augenzwinkern nehmen. Ja. Und ich mach so. Wir sind Gentlemen. Ja. Wir halten beide hoch und sagen. Ja. Da gebe ich euch recht. Ja. Ein Gentleman genießt und schweigt. Ja. Und grinst. Genau. Und grinst. Grinst ihr auch so, wenn ihr auf Klo seid? Und wenn ja, wer ist öfter auf Klo? Ich weiß, was du hochhältst. Hast du den Stein eigentlich noch in der Hand? Ich wollte gesagt, der hat ihn doch schon weggelegt, den Stein. Ich weiß gar nicht. Okay, ihr seid nicht einig. Wir sind uns einig. Ich weiß nicht, ob das so gut jetzt ist für dich, das Video jetzt. Man muss doch. Du, das ist halt ein großer Motor, verbraucht doch ein bisschen mehr. Absolut, absolut. Ey, aber die Fragen interessieren mich wirklich. Ich habe auch einen großen Hubraum. Wer kann mehr saufen? Alkohol. Ja. Geht's um Alkohol jetzt? Ja, klar. Oh, ist das jetzt ein Kompliment? Scheiße. Ah, puh. Boah, ich bin nicht so. Da bin ich auch nicht sicher. Da bin ich. Also, es geht um Alkohol, richtig? Ja. Oh, fuck. Also, momentan, es ist aber das. Gibt man sich dann Armutszeugnis jetzt damit oder ist das jetzt. Nee. Ah, gut, dann muss ich's machen. Gut, auch einig. Ihr seid besser wie diese Ehepaare, die gerade haben. Das und wir kennen es noch nicht so lange, wie meine Pärchen wahrscheinlich. Nein. Weißt du? Ja. So. Wer kann den Niederlagen einfacher wegstecken von euch zwei? Ha. Hebt ja schon. Ja. Okay, auch einig. Ich glaube, das macht alles Alter. Ja, als Sportler verlierst du aber auch. Ich gerne. Genau, so sieht es nämlich aus. Da steckst du noch mehr in der Materie drin. Ich spreche vom jetzigen Zeitpunkt aus. Wobei du natürlich mit Niederlagen arbeiten musst und du wirst auch auf Niederlagen stärker, aber ja. Man verliert ungern. Absolut. Wer würde eher vergessen, wo er sein Auto geparkt hat? Okay, also ihr seid beide, ihr würdet euch beide zutrauen. Mein Auto ist halt kleiner. Das übersieht man schneller. Ich hab's schon auch. Und du hast zu viele Autos. Ja, genau. Genau, welchen hatte ich noch heute? Oh, verdammt, Mann. Der war gut. Wer von euch beiden würde eher Veganer werden? Ich war so aufgeregt, ich habe die Hand verwechselt. Ich lass. Nee, ich muss es revidieren. Ich muss die Hände unten lassen. Ja, ja. Weil keiner eher Veganer werden würde von uns. Sehen wir so aus. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, dass einer. Also pass auf. Dann wäre es so, wenn ich es jetzt so deuten würde, dann klingt es mies. Wenn es krankheitsbedingt wäre, ja, in so einem miesen Fall, dann müsste ich es ja. Dann wüsste ich. Ja. Das ist so eine Frage, wenn Schweine fliegen könnten. Genau. Aber ansonsten, nee. Wenn es nur um den Geschmack geht, und muss ich auch beide Arme unten lassen. Das geht nicht. Und die Füße. Okay. Und die Füße auch. Da gibt es keinen. Jetzt hört man auf zu lachen. Ja. Weil, wer würde sich denn eher vor Lachen in die Hose machen? Groß oder klein? Das ist ja erstmal egal. Ich weiß, da gab es schon eine Situation, wo das fast so weit war. Ich weiß, wer. Ich lache halt gern. Ja, ich auch. Die eine und die andere. Ja, super, auch einig. Geil. Ja, genau. Wer würde sein ganzes Geld im Casino verwetten? Er. Ja, wer würde das eher machen? Wer würde eher sein Geld einsetzen und alles verlieren? Ist ja schwierig, ne? Also ja. Ich schätze uns beide nicht für die Spiele ein. Genau. Wir sind da eher konservativ und das ist wie vegan. Wer würde eher, heißt das Spiel. Ihr habt das Spiel noch nicht verstanden. Nee. Ist wie vegan. Nee. Ich habe trotzdem eine Antwort gegeben. Ja. Hast du? Philipp, ja, Antwort. So.
Ja, beide gleich. Du bist doch der Zocker, siehst du, bist doch der Zocker. So, wer würde eher einen Promi heiraten? Was nochmal? Wer würde eher einen Promi heiraten? Darf ich mir einen Promi aussuchen? Das hat doch schon alles beantwortet, wenn du das sagst. Ja, genau. Du hast schon du heb einfach deinen Arm. Du hast schon beantwortet die Frage. Ich würde die Queen nehmen. Du hast schon ernsthaft. Ja, ihr seid wieder gleich. Kannst runternehmen. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ihr euch da nicht seht. Ja. Ich spüre ihn nur. Ja. Also. Gutes Nein, lass den puscheln da oben an der Kamera. Wer würde eher so einen Männer-Nackt-Kalender von euch basteln und Moment. Herstellen lassen? Wer würde ihn basteln oder wer auf den Fotos? Wer auf den Fotos? Ich kenne Lutz seine Vorlieben. Was? Also, ihr würdet. Philipp sagt Lutz, Lutz sagt Philipp. Ich könnte es mir richtig vorstellen bei dir. Ja, super. So regelnd in so. So kleiner Bär, genau. Mit so einem Karpfen in der Hand. Philipp, bei dir würde ich mich nicht wundern, dass es das nicht schon gibt irgendwie. Ja. Gibt's ja. Also nicht nackt, aber. Bei mir gibt es auch viele Bilder von Röhren. Okay, jetzt die alles entscheidende Frage, aber nicht die letzte. Hast du euch mitgezählt, wie viel Übereinstimmung es gab? Ja, das siehst du auf dem Bild. Nachher. Siehst du ja. Jetzt die entscheidende Frage, aber nicht die letzte. Wer furzt mehr? Ich kann gar nicht pupsen. Wir haben ja auch gefragt, furzen. Ja. Kann ich auch nicht. Nee. Das stimmt, das sind Organausbrüche. Ich kann auch schlecht lügen. Ja, da gebe ich beiden recht. Okay. Ja. Wer würde eher tagelang durchzocken? Oh nee. Ich glaube, da bist du noch weniger Zocker, glaube ich. Ja. Ist lange. Ich glaube ja nicht, wir dürfen sie absprechen. Achso, stimmt, Entschuldigung. Okay. Ja, auch einig, Philipp. So. Du hast ja mal gezockt früher, oder? Aber auch nur aus Gaudi. Ja. Wer von euch beiden würde eher den Friedensnobelpreis verliehen bekommen? Friedensnobelpreis. Wie im Auge. Also wenn Barack Obama den bekommt, dann bekomme ich ihn auch. Okay, ihr würdet beide gerne den Friedensnobelpreis. Der eine mit der Fliege im Auge. Ja, und der andere. Mann, ich würde Flieger. Oh, jetzt haben sie getötet, jetzt kriege ich den nicht mehr. Den Weil ich kann Krieg durch Pupsen beenden. Ja, das ist eindeutig. Die streiken beiden mit den Waffen danach. Eindeutig. Wer würde eher während des Unterrichts einschlafen? Wart ihr beide gut oder aufmerksam in der Schule? Gut im Schlafen. Ja, wir waren beide aufmerksam. Das macht die blöde Fliege in meinem April. Die macht mit. Wer kann besser singen? Ja, ich glaube, das kann das schon. Das müssen wir auch mal hören irgendwann. Ja, bringen Sie los. Okay, ihr seid euch einig. Komm mal hier. Oh, mein Auge. Wer von euch beiden kann besser küssen? Ich hab doch den anderen gar nicht geküsst. Ich hab doch Philipp gar nicht geküsst, weil ich das küssen, weil jetzt besser ist. Was hältst du gerade hoch? Was hält denn Philipp hoch? Die sehen beide lustig aus. Der eine juckt sich im Auge. Was machst du da zwischen meinen Beinen, Brutus? Geh mal bitte weg. So, sind wir einig schon wieder, oder? Ja, sind uns einig. Ja. Alles klar, gut. So. Was machst du eigentlich? Du trinkst die ganze Zeit. Mhm. Oh, mir steht die Fliege im Auge. Was macht denn die nur? Alter. Wer? Na, jetzt kommt's. Von euch beiden würde eher bei Berlin Tag und Nacht aufhören. Das ist mein Stein, Brutus. Oh, mein Auge. Wie viele Fragen haben wir denn noch? Wer würde eher aufhören? Fast voll lang für dich. Der Lutz kann gleich nicht mehr. Doch, so, ja. alles gut. Ja, auch einig. Ja. Und wer würde eher zugeben, dass er Unrecht hatte? Das glaube ich nicht. Was denn?
dass der Philipp das zugeben würde, dass er Unrecht hatte. Du musst das sagen, du, mein Freund, der nie was zugeben kann. Ich würde dich am liebsten mit dem Stein hier bewerfen. Ich bin noch nicht in meinem Spiel dabei. Ah. Aber ich habe es die letzten Tage erlebt. Ich habe Angst, dass ihr einen Stein auf mich wirft. Zu Recht, ich würde immer die richtigen treffen. Ey, Auge brennt. Okay. Wollen wir es dann mal lassen bei dem Spiel? Ja, okay. Gerne. Habt ihr noch eine Frage, die ihr euch gerne selber stellen wollt? Wer schläft lieber mit Katzendecken? Ich mag keine Katzen. Nein, wir sind fertig. Okay, also, super. Ja. Darf ich dich jetzt wieder angucken? Ja, ich glaube auch. Mir juckt das Auge. Also das ist. Soll ich mit dem Stein reinkratzen? Wahrscheinlich wäre es während des Spiels eine Fliege ins Auge geflogen, wo ich den Stein gehoben habe. An dieser Stelle werde ich das Spiel beenden. Ich muss abbrechen. Das ist nicht Disqualifikation. Ich glaube, er hat mir eine Fliege ins Auge geworfen. Weil auf dem zweiten sieht man besser. Ja, und deswegen gehe ich erstmal. Ich sage erstmal Tschüss an dieser Stelle und gehe mir mal kurz das Auge ausspülen. Also ja. Bis dann. Tschüss, macht's gut. Du kannst noch was erzählen. Ja, ich glaube, der weint nur, weil er verloren hat, oder? Schönen Abend noch. Wir können ja mal die Zuschauer fragen. Ja, was? Was wollen die Zuschauer eher? Dass Lutz einen YouTube-Channel eröffnet oder eher nicht? Das ist eine gute Idee. Also, was wollt ihr? Lutz, YouTube-Channel, ja oder nein? Gerne in die Kommentare unter dem Video. Aber ich habe da so eine leichte Ahnung, was die Leute wollen. Ich könnte mich auch anschließen mit meiner Meinung. Ich werde selber drunter schreiben. Und du auch. Ja. Also, hat Spaß gemacht. Schönen Abend euch noch und bis zum nächsten Mal. Einschalten wieder.